Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Jurassic World Evolution. Mein Name ist Eines, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier. Und in der letzten Folge haben wir Insel Nummer 4 erreicht und ja, so weit sind wir auch schon mittlerweile. Wir haben den T-Rex freigelassen, also ins Gehege reingelassen, freigelassen. Und er hat auch schon was gegessen in der letzten Folge. Falls ihr das sehen wollt, könnt ihr gerne mein letztes Video anschauen. Ansonsten... ja, Ranger Station, ACU Zentrum hatten wir auch schon. Fast Restaurant habe ich gebaut. Und er fängt auch an schon zu laufen. Also Kunden kommen da schon hin. Wir haben schon ein bisschen Plus. Noch nicht so viel, aber es kommt alles, wird alles. Und ansonsten Fossilien Zentrum Expedition. Das haben wir noch alles schon vorher gehabt. Und ich würde jetzt auch gerne jetzt in dieser Folge einen Pflanzenfressergehege schon mal hier bauen. Weißt du noch nicht, was ich hier nehme als Zaun? Leicht elektrischer, schwerer Stahlzaun. Ja, das ist die Frage hier. Was ist man für Pflanzen? Leichter oder schwerer Stahl? Nehmen wir mal schwerer Stahl. Sicher ist sicher, ne? Wollen wir nicht riskieren hier. Wollen wir hier anbauen gleich? Wir können auch hier einen Weg so dazwischen bauen. Das würde natürlich auch gehen. Ja, machen wir mal so. Wir müssen so platzsparend wie möglich bauen. Machen wir mal so. So. Und dann versuche ich hier zumindest zwei Gehegen reinzukriegen. Hier werde ich wohl Brachio und Dilphodox und sowas machen, weil wir nehmen den Tipp des Kollegen von Cabo und Finch, heißt der glaube ich, ernst und bauen lieber jetzt auf, also gehen auf interessante und große brachiale, wie es auch nennen mag, Leute, auf solche Dinosaurier gehen wir, um hier Fuß zu fassen, weil Platz haben wir hier nicht viel. Strompreise sollen ja auch teurer sein, weil das hier irgendwie so abgelegen ist, meinen wir. Deshalb gehen wir auf große Dinos. Das Gehege ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht geworden. Machen wir ein Torchen. Das Ranger Station ist hier. Ich sehe das andere. Achso, ja, dann können wir das doch hier machen. Dann kann er gleich hier auch von der Seite reinfahren. Also dann stehen die sich parallel so. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist das weitesten. Auf einem Fleck ist leichter. Wenn ich könnte, würde das ich diesen Auftrag selbst erfüllen. So und gut ist er. Wir nehmen noch einen Auftrag so an. Sie entscheiden. Wir nehmen noch einen Auftrag so an. Die Frage ist nur, was wir nehmen. Unterhaltung. Unterhaltung gehen. Ja, wir gehen auf Wissenschaft. Komm, Wissenschaft. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Oh, das ist doch meist machbar. So habe ich mir das vorgestellt mit dem Aufträgen hier. Das haben wir schon. Und ach so, ja, wir können mal wegen Expedition zu Team gucken. Der hat mich wieder unterbrochen. Entschuldigung. Machen wir das hier. Die wollen wir ja perfektionieren, weil wir die jetzt hier haben wollen. Und hier war ja das der neue Volcanus. Den machen wir auch mal. Keine Ahnung, was das für ein Dinosaurier ist, aber können wir ja machen. Ne? Dann wollen wir mal gucken wegen Fossilien hier. Ankylosaurus. Nee, das ist Polarkant. Das sieht aus wie ein Ankylosaurus. Tatsächlich. Das sieht echt aus wie ein Ankylosaurus. Okay. Bin ich gerade ein bisschen überrascht gerade. Es gibt viele Dinos, die sich ähnlich aussehen, als ich dachte auf jeden Fall. Und hier machen wir ein Hamon-Entwicklungslabor. Wie machen wir das denn? Das Gegentor. Ja, wir können das auch nicht hier machen. Irgendwie so. Drehen wir das einmal. So. Passt leider noch nicht. Dann muss ich das so machen. Hier wollte ich eigentlich so eine Beobachtungsgalerie haben, aber. Das ist hier irgendwie hier so. Mensch, das ist doch echt. Das ist doch echt hier ein Fummelkram, ne? Aber wir dürfen uns hier nicht entmutigen lassen. Ja, dann muss ich das halt so machen. Und die Beobachtungsgalerie rechts daneben. Ja. Ja, dann passt das ja nicht mal so. Mensch, da haben wir uns ja hier was eingebrocken. Ja, das ist echt unlucky. Sehr unlucky. Also unglücklich.
Ich bin ein bisschen... mal gucken. Hier geht ja leider gar nichts, wa? Was könnten wir denn hier verändern? So. So machen wir das. Anders geht es nicht. Vielleicht kriege ich das noch nicht hin, aber es ist wirklich nicht so leicht gewesen gerade. Dann sparen wir ein bisschen Platz hier. So. Dann, da wir das haben, ist man schon hier. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Schön den Brachiobald davon ab. Den Dilphodocus. Sehr gut, Leute. Gewinn pro Minute läuft. Max ist zufrieden. Das ist sehr gut. Wir haben auf jeden Fall einen sehr guten Start gehabt, würde ich mal sagen. Achso, ja, Strom wird jetzt knapp. Oha. Das heißt, müssen wir schon das zweite Kraftwerk bauen. Und das ist der mittlere. Das mittlere Kraftwerk gleich hier mit hinbauen. Ist das so ein? Ja. War das jetzt schon connected? Nee. Okay, das habe ich ein bisschen vergeigt hier. So, mal so. So, der Anschluss ist da. Okay. Sehr gut. Das haben wir jetzt connected. Jetzt noch ein Weg. Und sehr gut. Haben wir auch schon mal ein mittleres Kraftwerk. Das ist gut. Das ist wirklich sehr toll, Leute, dass das so leicht ging. Bis jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das so leicht gehen würde. Hätte ich das mal gewusst. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen unvorsichtig herangegangen. Wollen eine große Dinosaurier, ne? Was ist denn mit dem Zentaurus? Komm, wir fliegen da einmal hin. So nebenbei. Stromfeld hier. Kriegen wir aber gleich, kriegen wir gleich hin, wenn wir unser mittleres Kraftwerk hier fertig haben gleich. Und ansonsten sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das Gehege hier kriegt gleich auch Strom. Machen wir auch mal direkt. Umspannwerk. So. Und dann ziehen wir das einmal hier rüber und zurück. Perfekt. Ein Brachiosaurus, Leute. Das ist Meiosaurus übrigens. Ein Brachiosaurus würde ich machen. Direkt. Lassen wir erstmal ein Basis. Ne? Ein auf normal, also ohne große Veränderung. Damit das auch klappt. Und danach können wir ja gucken. Vollständiges Genom von Diplodocus. Oh Mann, habe ich mir gerade versprochen. Diplodocus, ja. Schöner Name, also witziger Name, wie ich finde. Wo ist der denn? Da oben ist der Kollege. Auf 100% ist der schon. Achso, wir müssen die Genome runtersetzen. Der ist jetzt ganz weit oben erstmal. Das machen wir auch mal erstmal. Weil die Lebensfähigkeit ist ganz schön weit unten. Und wir wollen die ersten, ja, Hauptsache die sind da, ne? Generieren Kohle. Und dann kann man ja nachher noch zusätzliche machen, die ein bisschen schöner sind von mir aus. Wir nehmen mal hier den Alpinmuster. Was haben wir hier? Was ist das? Das ist hier. Das ist da. Ach ja, das haben wir vergessen. Weil die Lebensfähigkeit war so weit unten, deswegen. Hier machen wir die auch mal weg. So, machen wir das so. Oder gucken wir noch, ob das geht. Ja, aber wir können auch das nehmen, ne? 77% können wir riskieren. Ja, komm, das riskieren wir. Dann ist wenigstens die Bewertung über 160. Ausbrüten, 1 Million. Das wird ein interessantes Gehege hier, wenn das alles klappt. Wow. Ich dachte gerade, das wäre auch so ein Fossil, da ein bisschen so aus. Aber scheinbar nicht. Wie geht's dem T-Rex? Ich überlege gerade wegen dem Sturmabwehrstationen. Ja, das bräuchten wir eigentlich auch, ne? Wenn das hier ausfällt, Leute, und der T-Rex rauskommt, könnte es wirklich... Oh, 70 ungenutzter Strom, sehr geil. Dann könnte das wirklich sehr ungemütlich werden, wollte ich sagen, und... Ich weiß es nicht. So,
Genau weiß ich es nicht. Wir können mal hier kurz gucken, dass wir ein bisschen Kohle machen hier. Jo Leute, ich wurde gerade ein bisschen genervt, Entschuldigung. Deshalb, wir gucken jetzt einmal. Ah, nächste Aufgabe. Ich habe etwas Neues, das Sie sich ansehen sollten. Ja, das kriegen wir leicht hin, das machen wir. Als wir einen Dinosaurier hatten, war das toll. Zwei, der Wahnsinn. Drei Dinos unglaublich, vier Dinos unerreichbar und so weiter. Jetzt fragen wir uns, wie viele Dinosaurier wir eigentlich haben. So weit ist es gekommen. Behalten Sie Ihre Dinosaurierzahl im Auge, dann muss ich das nicht machen. Das läuft doch hier ganz gut, meine Freunde. Schicken wir mal die Helis nochmal los. Ich weiß doch noch nicht genau, wohin. Keine Ahnung, muss man... Hier oben ist ja nichts, ne? So eine große Karte und so wenig Dinosaurier. Fossilien. Bin ich ein bisschen übertrieben, die Karte so groß zu machen und da... dass man sich die einzelnen Punkte hier so suchen muss. Okay. Kann man machen. Vielleicht ist es auch nur nicht mein Geschmack so. Polarcanthus. Wir wollen eine große Dauer. Wir gehen mal hier, in diesen viele verschiedene. Ja, das machen wir. Sehr schön, wollte ich gerade sagen. Der Diplodocus hat es leider nicht geschafft. Ich dachte, das war die Nachricht, dass wir den ausbrüten, also freilassen können. Sehr schade, sehr schade. Sehr schade, meine Freunde. Aber der Brachio wenigstens macht es noch. Und ich finde, wir haben auch eigentlich gut was geschafft in dieser Folge. Wir müssten nur auf unser Geld jetzt mal langsam aufpassen. Das wird hier echt knapp. So ein Tyrannosaurus Rex bringt aber echt nicht viel, ne? Wie ihr seht. Also, ich hoffe ja, dass der Brachio klappen wird, weil wir sonst echt ein Problem haben, meine Freunde. So. Das Gehege sieht auch an sich sonst gar nicht so schlecht aus. Meiner Meinung nach. Falls ihr andere Meinung sagt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ansonsten, der T-Rex, wo ist er? Das ist ganz schön dunkel auf dieser Karte. Fällt mir mal so auf. Man sieht den gar nicht so gut. Der ist auf jeden Fall zufrieden. 13 getötet, okay. Okay, das steht hier alles, hat eine eigene Statistik hier. Das wusste ich nicht, das gut zu wissen. Interessant, dass man die so sich so gut so züchten kann, wie man sie mag. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und Expeditionsteam ist auch schon gleich da, das ist gut. Ja, ist gerade nicht so viel zu tun, wie ihr seht, aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Es ist halt der Anfang noch vom Insel 3, Entschuldigung, Insel 4. Und deshalb ist im Moment noch nicht so viel los auf dem Park. Das wird sich natürlich bald ändern, Leute. Das gehört halt mit zum Spiel. Man kann nicht gleich am Anfang immer die höchstmögliche Spannung erwarten. Egal bei welchem Spiel. Sonst wäre das ja auch wieder langweilig, wenn das immer so einfach wäre. Das ist immer vor Action geladen. Sehr geil, 200.000. Natürlich gibt es Spiele, da muss die Spannung immer hochgehalten werden. Aber hier ist es ein bisschen entspannter. Wir versuchen ja ganz sicher und smooth weiterzukommen. Wir wollen ja nicht pleite gehen. Die mache ich nochmal. Kamerasaurus und Brachiosaurus. Chasmasaurus, das kenne ich gar nicht. Kylotaurus, Triceratops. Ja, den wollten. Ja, den kennen wir, haben wir schon gemacht. Torosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus. Brachiosaurus hoffe ich mal, dass wir da was kriegen. Ich will den auf 100 kriegen. Und übrigens Brachio.
Wie weit ist denn unter? Oh, Leute. Der Brachiosaurus ist auch schon fast fertig. Das ist sehr gut. Sehr schön. Können wir ihn ja direkt freilassen. Sehr schön, meine Freunde. Das hat geklappt. Der Kopf guckt schon wieder rüber. Wahnsinn. Ich bin immer wieder beeindruckt von diesem Tier. Wirklich. Guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch den mal an. Ein netter Riese, würde ich beinahe sagen, aber der sieht halt so nett aus. Also das Gesichtsausdruck halt, ne? Das sieht halt so nett aus. Findet ihr nicht? Sehr schön. Er braucht auf jeden Fall viel mehr Wald. Das machen wir auf jeden Fall noch. Viel mehr Wald, mein Freund, willst du haben? Kriegst du hier. Vision. Und jetzt. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Okay, fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen hier was. Oh, das reicht. Oh, Leute, habt ihr gesehen? Warte mal, Erstmal machen wir Wald fertig hier. So, jetzt fehlt ihm Grasland. Sehr interessant. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihm genug Grasland bieten können. Und jetzt? Reicht immer noch nicht. Oh Mensch. Ich hoffe, das scheitert jetzt echt nicht daran. So ein bisschen Gras. Dass wir den Brachio nicht machen können. Tatsächlich. Okay, dann vergrüße ich das Ganze einfach ganz schnell mal. Und zwar gehen wir mal so. Einmal so. Und so. Und ich hoffe, dass diese kleine Erweiterung. Oh! Okay. Das war eine falsche Aktion. Aber haben wir schnell geregelt. Und jetzt müssen wir das einmal abreißen hier. Ich finde das Grasland immer noch ganz knapp. Machen wir so. Vielleicht reicht Ihnen das ja schon. Nee, das heißt, wir müssen das noch ein bisschen vergrößern hier. Ich mache es kurz. Es gibt eine das neue ist einfach, Mission. Das sehen Sie sich an. Dann vergrößern wir das noch mal. Ich bin kein Held wegen der Dinge, die ich für unsere Besucher getan habe. Ich nenne mich nicht so, ja, weil ich das nicht muss. Jeder andere hätte dasselbe getan und sich so verhalten wie ich. Nur haben sie das nicht. Doch ich habe es getan. Ich habe gehandelt. Heroisch. Dann reißen wir das mal. Oh, wie kann das schon wieder passieren? Zweimal hintereinander. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das ist halt so echt ungünstig platziert. Ich guck mal mit dem Grasland. Ey Mensch, das ist echt nur noch so ein ganz kleines bisschen eigentlich. So ein ganz kleines bisschen, ne, hält einen wieder voll auf. Dann kann ich das ja gleich so machen. Dann machen wir ein Tor. Wir setzen das quasi. Reißen wir das hier ab. Kriegen sogar noch eine kleine Rückerstattung dafür. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das... Ja. Wunderbar, wunderbar. Das hat geklappt. Jetzt bauen wir noch mal... eine Futterstation, eine große Futterstation für Pflanzenversager. Hier werde ich hier so die Beobachtungsgalerie bauen, deshalb bauen wir hier die Futterstation hin. Und dann das letzte Ding passt auch noch, reicht auch noch die Kohle, das ist sehr gut. Können wir auch gleich Gewinn damit erwirtschaften. So. Machen wir mal so. Strom wird er wohl haben, hoffe ich mal. Falsch. Ja, Strom hat er. Sehr schön, meine Freundin. Das sieht doch sehr gut aus. Unser Brachio, wie nennen wir ihn? Den nennen wir Schmitz. Schmitz, der Große. Das ist sehr gut. Mit Schmitz, der ist mit drinne. Und ja, an dieser Stelle würde ich auch
einen Cut machen oder aufhören. Tschüss sagen, wie auch immer ihr es nennen mag, meine Freunde. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder vorbeischaut. Und würde mich beim Daumen und Abonnement freuen. Ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.